Matthias Reim, geboren am 26. November 1957 in Korbach, Deutschland, ist ein berühmter Sänger der Pop-, Rock- und Musikszene des Landes. Den größten Erfolg seiner Karriere feierte er 1990 mit dem Album Damn, I Love You. Die Single erzielte einen enormen kommerziellen Erfolg, verkaufte sich weltweit 2,5 Millionen Mal und blieb 16 Wochen in Folge, vom 18. Mai bis 6. September, auf Platz 1 der deutschen Musikcharts. Damit zeichnete sich Reims Name aus, und von 1971 bis 2017, kein anderer Künstler erzielte in dieser Tabelle einen ähnlichen Erfolg. Nach dem Höhepunkt seiner Karriere geriet Matthias Reim jedoch in finanzielle Schwierigkeiten. Er zeigte einen großen Verlust, als er Schulden von bis zu 13 Millionen Euro schultern musste. Er warf seinem ehemaligen Manager Alfred Reimann vor, ihn durch unprofessionelles Management in die Finanzkrise gebracht zu haben. Für Matthias Reim war dies eine große Herausforderung, doch er akzeptierte sein Schicksal nicht und war entschlossen, Schwierigkeiten zu überwinden. Obwohl Reim nicht in der Lage war, den Erfolg der Vergangenheit zu wiederholen, setzte er seine Musikkarriere fort und suchte nach neuen Möglichkeiten. Beharrlichkeit und Leidenschaft brachten ihn durch schwierige Zeiten, und trotz Unterbrechungen in seiner Karriere behielt er seine Stimmung bei und schuf weiterhin einzigartige Musikwerke. Dies beweist, dass Matthias Reim, egal vor welchen Herausforderungen er steht, immer noch ein beharrlicher und engagierter Künstler der Musikkunst ist. Mit seiner Zielstrebigkeit und Verantwortungsübernahme ist Matthias Reim nicht nur ein hervorragender Musikkünstler, sondern auch ein starker Mann, der Schwierigkeiten mit Reife begegnet. Er hat aus den Herausforderungen im Leben und in der Karriere viel gelernt, was ihm geholfen hat, stärker zu werden und eine kreative Sicht auf Prinzipien und Werte im Leben zu entwickeln. Obwohl das Leben für Matthias Reim Höhen und Tiefen mit sich brachte, kreiert und demonstriert er weiterhin sein künstlerisches Können durch seine Musik. Seine Akzeptanz von Misserfolgen und seine Belastbarkeit sind für viele Fans zu einer Quelle der Ermutigung geworden, ein Beispiel für mentale Stärke und Belastbarkeit. Für einen Künstler wie Matthias Reim ist jedes Ende ein neuer Anfang. Er ist nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch eine Inspiration für alle, die im Leben vor Herausforderungen stehen. Trotz aller Strapazen hat er sich das Bild eines Menschen aufgebaut, der ständig danach strebt und niemals aufgibt. Gratulieren Sie Matthias Reim zu Ihrem einjährigen Jubiläum, zu den Erfolgen, die er erreicht hat, und hoffen Sie, dass die kommenden Jahre ihm viel Freude und Glück bringen und seine bedeutungsvolle Reise als Künstler fortsetzen werden. Anlässlich des einjährigen Jubiläums kann Matthias Reim auf eine Reise voller Herausforderungen, aber auch voller Erfolg und Ausdauer zurückblicken. Schwierige Momente und Traurigkeit machten seinen Charakter voller und tiefer. Angesichts der hohen Schulden war er ein lebendiges Beispiel für Verantwortung und den Kampf um die Überwindung von Schwierigkeiten. Matthias Reim ist nicht nur ein Name in der Musikbranche, sondern auch ein Symbol des Widerstands und des Aufstehens nach Misserfolgen. Seine Widerstandsfähigkeit ist eine Quelle großer Ermutigung für diejenigen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Stärke entsteht nicht nur durch Erfolg, sondern auch durch die Fähigkeit, Misserfolge zu meistern und von dort aus wieder aufzubauen. In den kommenden Jahren können wir von Matthias Reim mehr Kreativität und Innovation erwarten. Seine Geschichte ist ein Beweis dafür, dass Menschen aus jeder Herausforderung gestärkt hervorgehen können. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin gute Reise als stilvoller und einzigartiger Künstler, Matthias Reim. Rückblickend auf das vergangene Jahr kann Matthias Reim stolz auf die erzielten Erfolge und die wertvollen Lehren aus den Herausforderungen sein. Das Leben ist eine Reise, und auf dieser Reise hat er bewiesen, dass er jemand ist, der ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert ist und niemals aufgibt. Die größte Traurigkeit im Leben von Matthias Reim kann als Chance für ihn gesehen werden, zu lernen und stärker zu werden. Manchmal ist es sogar die stärkste Motivation, neue musikalische Meisterwerke zu schaffen. Seine Unberechenbarkeit und Kreativität beruhen nicht nur auf den Wundern der Vergangenheit, sondern auch auf seiner Fähigkeit,
gegenwärtige Schwierigkeiten zu akzeptieren und ihnen zu widerstehen. Mit jedem Ende öffnet sich eine neue Tür und Matthias Reim kann diese Erfahrungen nutzen, um neue Geschichten zu erzählen. In seiner Karriere und seinem Leben geht es nicht nur um Chartzahlen, sondern auch um Erfahrungen und Vitalität. Er hat bewiesen, dass seine Leidenschaft für Musik und sein starker Wille ihm helfen werden, jede Herausforderung zu meistern, egal was passiert. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem einsjährigen Jubiläum und hoffe, dass die kommenden Jahre Matthias Reim sowohl beruflich als auch privat viele neue Erfolge, Freude und Wohlstand bringen werden. Im bunten Bild des Lebens und der Karriere ist jedes Jahr ein wichtiger Meilenstein, der die Beiträge und Innovationen von Matthias Reim kennzeichnet. Das einsjährige Jubiläum ist nicht nur eine des anderen immer wieder schlechter. Ich bringe zwei Detailergebnisse, nur natürlich von Schülerinnen, eines vom ersten Messzeitpunkt, und zwar genau zu dem Thema, was uns besonders interessiert hat, nämlich die Lernorganisation. Hier haben ungefähr 70% angegeben, dass sie sich in einen Plan machen und auch 40%, dass sie sich täglich fixe Lernzeiten reservieren, wobei die Stundenzahl, die sie angegeben haben, waren schon niedriger, als wenn sie normal auch Unterricht hätten. Wir haben sie auch gefragt, eben als offene Frage, was besonders schwierig war und was besonders gut funktioniert hat. Und da sehen Sie natürlich, die selbstständige Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung war nicht leicht, auch dass man keine mündlichen Instruktionen hat, eingeschränkt nur die Möglichkeit zum Nachfragen, Zeiteinteilung und so weiter. Aber Sie haben bereits beim ersten Messzeitpunkt angegeben, dass Sie schon gemerkt haben, dass Sie Zuwächse in der Selbstorganisation haben und dass auch Ihre EDV-Kenntnisse sich verbessert haben, was ja eine wichtige Voraussetzung ist für lebenslanges Lernen. Ein Ergebnis aus dem dritten Messzeitpunkt, diese Erhebung war eben, wie sie bereits wieder in der Schule war. Da haben wir sie auch gefragt, weil man muss ja auch schauen, was gibt es für positive Ergebnisse. Man darf auch auf so eine Situation nicht nur das Negative hervorkehren, sondern was können wir auch davon profitieren. Und wir haben sie daher gefragt, was sie aus dem Home Learning, sollte es heißen, mitgenommen haben. Und da haben sie geschrieben, dass sie eben das selbstständige Lernen besser gegangen ist. Aber sie haben auch verstanden, wie wichtig gute Lernorganisation für Lernerfolg ist. Gedanken für den Herbst haben sie sich vor allem gemacht, und ich glaube, das machen sie sich wahrscheinlich auch jetzt noch, über mögliche weitere Infektionswellen. Sie waren unsicher, wie der Schulalltag ablaufen wird, und da haben sich besonders diejenigen Schülerinnen und Schüler Sorgen gemacht und haben Sorgen angegeben, die in diesem Jahr jetzt, also in diesem Schuljahr jetzt Abschlussprüfungen haben. Und sehr häufig wurde auch der Wunsch geäußert, wieder mit allen Freundinnen und Freunden gemeinsam unterrichtet zu werden und nicht wieder geteilt zu sein. Aber ganz wichtig ist, es gab natürlich auch, obwohl wir sehen oder gesehen haben, dass die Ergebnisse mehr in eine positive Richtung gegangen sind, es gibt auch Risikogruppen, und wir müssen vor allem eines annehmen, dass unsere Studie, von der wir ja wissen, dass sie nicht repräsentativ ist, dass sie Risikogruppen unterschätzt hat. Das heißt, es könnten oder konnten schon allein diejenigen nicht teilnehmen, die zum Beispiel kein Endgerät hatten oder kein Endgerät zur Verfügung hatten, die keinen Internetzugang haben. Aber man muss auch davon ausgehen, dass diejenigen, denen es wirklich ganz schlecht geht, die nur Misserfolge haben, dass auch diese Schülerinnen und Schüler und natürlich auch Studierende nicht teilgenommen haben. Das heißt, unsere Studie unterschätzt sicherlich Risikogruppen und welche Gefahren im Sinne eines negativen Kreislaufes sich durch Misserfolg ergeben. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht ausführen. Diese Grafik zeigt das, glaube ich, sehr gut, und Sie kennen es wahrscheinlich selbst als Lehrerin oder Lehrer. Jetzt die Frage Covid-19, aber wie geht es weiter? Ich habe hier aus unserer Studie, aber auch aus natürlich